So, meine Damen, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von natürlich Landwirtschaftssimulator 2017. Der Korntank ist fast voll, deswegen wechseln wir schon mal ganz kurz in das andere Fahrzeug hier. Das ist sehr gut. Ich habe ein bisschen Kredit wiederholen müssen. Es tut auch ein bisschen weh, immer wieder die Kredite zu holen und die Bank dann meine auszahlen zu müssen. Aber was bringt das sonst? Einer muss es ja machen, einer muss ja der Bank ein bisschen Geld nehmen, damit sie was verdienen können. So, ihr seht, auch, ich glaube, ich habe hier gedöhnt gehabt. Also, ich weiß nicht, irgendwie springt meine Rückwärtstaste. Alter. Das hört sich ja fast an, als ob sie sich hier draußen umbringen. Da seid ihr live dazu, dabei. Ja, hat fast einen vollen Tank. Ich lade ihn ja auch gerade ab. Ich weiß nicht, was mit meinem Rückwärtstastengang los ist, aber... Ja, auch wenn ich anmachen möchte, will er sofort rückwärts fahren. Dann sag mir, wie voll bist du denn? Der lädt jetzt in den Hinter, okay. So. Jetzt hat er gemerkt, okay, wir sind gleich, deswegen hat er sie zusammengeworfen. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf unseren Center. Position 1. Und wir drehen uns um. Ja, ich habe mir einen Dolly geleistet. Ja, ich habe ein kleinen Gabelstauber. Jetzt möchte ich mal kurz was gucken. Ja, den fahren wir noch ein bisschen höher. Ja, ganz regelkonform ist vielleicht nicht. Aber es passt, dann kann ich nämlich noch das Auto drauf werfen. Ah, jetzt klappt's. Okay. Position 1. Los geht's. Ja, also wie gesagt, der Plan ist jetzt mit den Frontler die Paletten unten aufzuladen, mit dem Auto jetzt das Auto hinten noch drauf zu schmeißen. Und dann die Paletten mit dem Auto wegzutransportieren. Wenn das nicht geht, muss ich eben den Tieflader nutzen. Den habe ich mir ja auch geholt gehabt, den Tieflader, damit ich jetzt, der fährt nämlich nur 20. Das Gerät, und das ist ein bisschen zu langsam, glaube ich mal. Deswegen ist es doch schon gut, wenn wir mal den Frontlader nutzen. So, also wir jetzt hier am Hof schon angekommen und holen als erstes unser Auto ab. Wir können eigentlich auf der Straße stehen bleiben. So, warten bis unten ist. So, ist unten. Jetzt switchen wir mal schnell durch. Da können wir gleich ins Auto. Da hätte ich eigentlich gleich nochmal sauber machen können. Und tanken. Aber tanken können wir unten. So. Das Auto ist ein bisschen komisch zu fahren. Ich weiß, man hier noch keine Befestigung dran machen kann. So, gucken wir mal von draußen uns das Ganze an. Passt perfekt. Und umleuchten an, so viel wie es geht. Dann sind wir ein kleiner Großtransport jetzt. Der jetzt erstmal Richtung Schafweide fährt. So, da sind wir jetzt angekommen. Und mir fällt gerade ein, wir könnten jetzt auch Viehhänger transportieren. Haben die nie LKW? Nee, die haben Dingsanhänger. So, und fahren wir mal ein bisschen hier hoch und runter.
Das alles bleibt ja jetzt hier unten stehen. So, abladen. Jetzt will ich mal kurz durchswitchen. Halt, da war er doch. Okay, das Abladen können wir noch locker. Okay, das geht überhaupt nicht so. Alles klar. Also das ist keine günstige Position zum Abladen, aber gut. Klappe auf. Hier kommt eh Kinder vorbei. So. Das ist doch ziemlich eng. Ich hätte es ein bisschen weiter gedacht, dass es ist. So, und dann versuchen wir jetzt mal hier die Palette aufzuheben. Gucken, passt die auf das Auto drauf? Sonst müssen wir die quer nehmen. Ich glaube, die müssen wir quer nehmen. So. Ein bisschen in der Außenperspektive fahren. Und jetzt runter und so. Und so passt sich nicht mehr mit der Palette, mit der Gabel drunter. Das heißt, wir können nicht mit dem Auto transportieren. Gut zu wissen. Wieder eins fertig. Wolle eine, okay. Dann werden wir hier drauf. Wir wollen mal mit dem JBL jetzt mitfahren. So. Listlich fertig. Den übernehmen wir gleich, laden ab, fahren zum nächsten Feld und dann im nächsten Part werden wir gucken, ob wir verkaufen können die Wolle oder nicht. Ich würde einfach mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt dann nach oben da, wenn ich einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr natürlich davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt ein Mensch Wort. Ciao, ciao.